Na, Appetit auf halbe Hahn, Klatschkies mit Quallmännern, Himmel und Erd, kölsche Kaviar ohne Panonne Fürzier. Kleine und große Naschereien für zwischendurch, heute in meinem Karnevalswissen to go. Die kölsche Foderkarte oder wie der Düsseldorfer sagt, die Kölner Speisekarte. Für den Immi unverständlich, für den Kölschen klar und deutlich. Das sind die Grundnahrungsmittel während der Karnevalszeit und natürlich auch im Rest des Jahres. Und die leckeren Sachen bekommt man nicht beim Nobel-Italiener, sondern im Brauhaus. Und davon gibt es in Köln unzählige. Halbe Hahn, Klatschkies mit Quallmänner, Himmel und Erd und kölsche Kaviar sind alles typische kölsche Gerichte, aus deren Namen nicht hervorgeht, was genau es ist. Aber die Namen erkläre ich euch gleich. Erstmal zu den Brauhäusern. Die meisten Brauhäuser in Köln sind im 19. Jahrhundert entstanden. Da wurden die Bierbrauereien gegründet und zu der Zeit konnte man sozusagen das Bier direkt aus dem Braukeller genießen. Innen hat sich heutzutage nicht viel geändert, außer dass das Kölsch meist nicht mehr vor Ort gebraut wird und man zum Trinken und Essen vom Keller in die Schankstube gewechselt ist. Freundlich vom Kürbis begrüßt, hat man schnell das erste Kölsch auch ohne Bestellung auf dem Tisch. Ja, der Kürbis, das ist der Kellner. Kürbis ist die kölsche Form von Jakob. Der Kürbis und speziell seine Art zu servieren gehören zur kölschen Brauhauskultur wie die Jecken zum Karneval. Seine Sprüche sind immer unterhaltsam, lustig und mitunter auch derb. So sollte man es eigentlich besser lassen, in einem Brauhaus Wasser zu bestellen. Da könnte man sich schon mal zur Antwort kriegen, sind wir denn im Schwimmbad oder was? Oder Wasser und noch ein Stück Seife dazu? Genauso kann es einem mit der eigentlich normalen Frage, welchen Wein gibt es denn, gehen. Die Antwort vom Kürbis könnte sein, Rot und Wies. Und wenn ich jetzt zusammenkippe, auch ein Rosé. So, jetzt habe ich aber richtig Hunger. Lange Abend, nichts gegessen, viele Auftritte. Mein Kölsch habe ich schon und jetzt bestelle ich mir noch einen leckeren halben Hahn dazu. Halber Hahn? Das ist in Köln der Ausdruck für ein Röggelchen, also ein Roggenbrötchen mit einer dicken Scheibe Gouda und dazu eine leckere Gewürzgurke und Zwiebeln. Wie der Begriff entstanden ist, darum ranken sich viele Legenden. Vom typischen Arme-Leute-Essen vergangener Zeit bis hin zu einem Brauhausscherz Ende des 19. Jahrhunderts. In jedem Fall war und ist es niemals ein halbes Hähnchen. Bei mir auch ganz weit oben Quallmänner mit Klatschkies. Was ist das? Quallmänner sind Pellkartoffeln und Klatschkies ist der Quark mit Kräutern dazu. Himmel und Erd ist nicht ganz so meins, obwohl es eine gute Grundlage für ein paar Gläser Kölsch ist. Dahinter verbirgt sich Kartoffelbrei mit gebratener Blutwurst, gebratener Zwiebeln und Apfelmus. Daher auch Himmel, die Äpfel an den Bäumen, und Erd, die Kartoffeln im Boden. Und kölsche Kaviar hat auch was mit Flünz, also mit Blutwurst und nicht etwa mit Fischeiern zu tun. Auch wohl wieder aus einem Brauhausscherz entstanden. Und wenn ich das bestelle, bekomme ich Blutwurst, Zwiebelringe, Senf und ein Röggelchen. Das war meine Auswahl an typisch kölschen Gerichten, über deren Namen sich Nicht-Kölner immer wieder wundern. Aber da gibt es noch Fitschbunne, Sauerborde, dicke Bunne, Morjemang, Heringsstipp, Riefkoche und vieles mehr. In Brauhäusern kann man eben lecker essen. Und in den Bäckereien gibt es zur Karnevalszeit die Nonnefützje, also die Mutze Mendelsche. Eine eindeutige Erklärung für die Wortkreation, die in ähnlicher Form übrigens in weiten Teilen Deutschlands zu finden ist, gibt es nicht. Also bleibt es bei der einfachsten Erklärung. Das Gebäck wurde von Nonnen gebacken und verkauft. Probiert es einfach mal aus und wenn ihr mögt, erzählt ihr mir, wie es euch am besten geschmeckt hat. Ich bin sehr gespannt. Soweit Karnevalswissen to go oder wie der Kölsche sät, Karnevalswissen für Ungerwäs. Wenn wir unsere Wurzeln kennen, verstehen wir das Wie, Wann und Warum besser. Wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, das war richtig lecker, dann hinterlasst mir einen Klick und abonniert Karnevalswissen für Ungerwäs. Ich bin Kassia Kürten und sage guten Appetit und madet jod.